Hey du! Wer, ich? Ja, genau du! Spielst du Yu-Gi-Oh! Master Duel? Oh, ich spiele schon Master Duel. Bock auf ein paar Edelsteine for free? Also wegen ein paar Gems habe ich nichts einzuwenden. Dann gönn dir Gems und ich habe hier genau die richtigen Tipps für dich. Also, let's go zum Yu-Gi-Oh! Master Duel Tipps für ordentlich Gems. Tipp Nummer 1, das tägliche Einloggen. Ja, erster Tipp, ganz einfach und easy, loggt euch einfach täglich in Yu-Gi-Oh! Master Duel ein. Mit diesem kleinen Tipp bekommt ihr 690 Gems im Monat. Die solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Das ist schon mal eine ganz gute Sache. Wie ihr sehen könnt, bekommt ihr immer 20 Gems und ab einer gewissen Zeit bekommt ihr sogar 50 Gems gut geschrieben. Das ist also, ich denke, der leichteste Tipp, den man umsetzen kann, um sich easy Gems einzuheizen. Tipp Nummer 2, tägliche Missionen. Ja, der zweite Tipp geht um die täglichen Missionen. Da könnt ihr sehen, dass was ihr alles am Tag machen müsst, nämlich duelliere dich im Solo-Modus, duelliere dich im Rank-Modus, aktiviere im Rank-Modus eine Zauberkarte, 5 Stück, zerstöre im Rank-Match eine Karte, gewinne, also auch 5, gewinne ein Rank-Match, 2 Stück, gewinne ein Rank-Match nochmal, je nachdem, und aktiviere im Rank-Match eine Fallenkarte, 4 von 5, also 5 Stück insgesamt. Duelliere dich im Rank-Match. Also, es ist halt so, ihr habt da die Möglichkeit, im Monat mit den täglichen Missionen, wenn ihr die jeden Tag macht, könnt ihr bis zu 3640 Gems pro Monat bekommen. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man das hochrechnet auf einen Monat, je nachdem, was noch für tägliche Sachen kommen, was die Entwickler noch so reinbringen. Zum Beispiel gibt es auch noch eine Kampagnenmission, wo man sich dann Spezialbeschwörungen machen muss, in Schauduell, wo man dann auch nochmal sich Gems holen kann, aber das hält halt nur 27 Tage. Also, je nachdem, was noch dazu kommt. Es gibt eine Liste, welche täglichen Missionen es immer gibt. Ich werde sie euch mal reinposten. Oder jetzt aufblenden lassen. Und da könnt ihr euch dann nachhalten, was ihr so für Missionen machen müsst. Beziehungsweise könnt ihr euch dann auch ein Deck bauen, was diese täglichen Missionen sehr schnell absolviert. Also womit ihr diese Missionen sehr schnell absolviert, lohnt sich auf jeden Fall. Gut. Tipp Nummer 3. Live-Duelle. Ja, der nächste Tipp ist eigentlich ganz easy. Schaut einfach ein Live-Duell. Was ist denn ein Live-Duell? Gucken wir uns das einfach mal an. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir hier Live-Duelle. Wenn ihr euch ein Live-Duell anschaut, bekommt ihr 5 Gems im Monat. Macht das dann 150 Gems. Ihr geht einfach ins Menü und dann seht ihr hier ja Live-Duelle anschauen. Und dann geht ihr auf Zuschauen. Das Interessante an der Geschichte ist, ihr könnt Nummer 1 wählen, indem ihr einfach sagt, yo, ich schaue mir das an und vielleicht lerne ich noch was dazu. Aber, ja, wie soll ich sagen, ihr könnt dieses Live-Duell auch einfach abbrechen. Wieder Ende der Wiederholung. Und dann müsst ihr theoretisch gesehen, wie ihr sehen könnt, plupp 7 die Live-Duelle direkt schon freigeschaltet. Also ihr müsst euch das noch nicht mal bis zu Ende anschauen. Ihr macht einfach, klickt auf Live-Duelle, dann Zuschauen beenden und schon könnt ihr euch diese tägliche Live-Duell-Quest hier abholen. Also 150 Gems im Monat, das passt und schmeckt. Tipp Nummer 4, Rank. Ja, der nächste Tipp hat mit dem Rank-Modus zu tun. Ja, wie bekommt man denn Gems im Rank-Modus? Ich zeige euch das mal eben. Wenn ihr in dem Duell-Modus geht, dann geht ihr einfach auf Rank und da könnt ihr auch Liste der Belohnung einsehen. Wie ihr sehen könnt, bekommt ihr, je nachdem welchen Rank ihr erreicht, 100 bzw. 200 Gems. Also es lohnt sich auf jeden Fall, vielleicht auf Platin 1 zu kommen, wenn man halt Bock hat, da kriegt man schon einiges. Allerdings solltet ihr immer darüber nachdenken, wenn die Season endet, werdet ihr ja immer, zum Beispiel wenn ihr jetzt Platin 1 seid, werdet ihr wahrscheinlich auf Gold 5 zurückgestuft. Es macht manchmal Sinn, sich vielleicht einfach komplett runterfallen zu lassen für die nächste Season, dass man vielleicht wieder hier anfängt, also oder bei Bronze, um dann hinterher wieder komplett wieder hoch zu ranken, um einfach die maximalen Gems einzusammeln. Also ja, muss man überlegen, ob sich das lohnt, aber wie ihr sehen könnt, habt ihr da auch die Möglichkeit, Gems zu farmen. Tipp Nummer 5, Events.
wenn sie dann verfügbar sind. Als nächstes kommen wir zu den Events. Leute, wenn es gerade ein Event gibt, wie zum Beispiel momentan das Xyz Festival, was aber bald endet. Leute, ihr habt die Möglichkeit, so viele Gems zu bekommen. Wichtig, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und noch Zeit habt, holt das unbedingt nach. Events bringen eine Menge Gems easy in eure Tasche, wenn ihr diese Medaillen sammelt, wenn in Zukunft bestimmt noch sehr viele andere Events haben, also habt es immer auf dem Schirm, macht die Events für noch mehr Edelsteine. Let's go! Fassen wir doch nochmal alles zusammen. Wenn ihr euch täglich einloggt, dann bekommt ihr bis zu 690 Gems pro Monat. Wenn ihr dann die Live-Duelle noch schaut, dann bekommt ihr im Monat nochmal 150 Gems. Wenn ihr dann die täglichen Missionen noch zusätzlich macht, was so variiert so zwischen 3640 Gems und 3750 Gems plus das Rank Climbing, was ihr immer noch macht, könnt ihr um die 5590 Gems, je nachdem mal mehr, mal weniger, im Monat verdienen. Und ich würde mal sagen, für eigentlich relativ wenig tun. Beziehungsweise gut, die Rank-Matches und so können manchmal frustrierend sein. Aber wenn ihr euch dann wirklich komplett zurückfallen lässt, bevor die nächste Season startet und dann ordentlich farmt, sollte das möglich sein, dann habt ihr auf jeden Fall ordentlich Edelsteine, mit denen ihr farmen könnt. Und jetzt seid ihr richtig motiviert, in Rank zu gehen und eine wundervolle Runde Master Duell zu spielen, um ein paar Gems zu farmen. Und dann passiert das. Also irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Also eigentlich habe ich heute noch was vor. Keine Ahnung. Ja, also eigentlich... Oh, die Wand da ist ganz schön. Die könnte ich vielleicht mal wieder streichen. Ja. Tja. Oh, irgendwie werde ich langsam müde. Oh, was mache ich hier nur? Ich gehe mal eine Runde schlafen. Kuckuck. Das macht so viel Spaß. Und wenn ihr keinen Bock darauf habt, zückt eure Kreditkarte, geht in den Shop, kauft euch einfach das teuerste Paket, damit ihr wundervoll die Kristalle zum Regnen bringt, um hinterher doch weiterhin zu versagen. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine, aber feine Tutorial Spaß gemacht, je nachdem, wie man halt am besten Free-to-Play oder auch mit ordentlich Reingelden Gems verdienen kann. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Schaut doch gerne auf Twitch vorbei, dort bin ich regelmäßig live mit Yu-Gi-Oh! Master Duel, Link in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund, euer André oder auch Xerox. Ciao. Routine. Parties on the weekends at the house that everyone knows. Parents never home.